Yo, hallo Leute, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück beim Table Tennis Gamer und zwar mit einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Wir haben die Isaac-Woche gestern beendet, sind mit vielen Charakteren eigentlich sehr, sehr weit gekommen, finde ich. Auch viel, viel weiter, als ich teilweise gedacht hätte. Und nun befinden wir uns in der nächsten, sozusagen Isaac-Woche, aber die steht diesmal nicht unter dem Motto, jeden Tag ein anderer Charakter, ja doch, das auch, aber nicht, wir spielen mal so einfach so durch, so. Obwohl das im Grunde sogar auch. Sondern die steht unter dem Motto, Satan, du musst sterben. Ja, deswegen, wie es sich schon anhört, wir werden diesmal nicht ins Licht gehen, nicht in die Cathedral, sondern diesmal werden wir mit jedem Charakter mal den Satan besuchen. Denn ich weiß gar nicht, ob ich mit jedem Charakter schon mal da war. Und Satan müsste man auf jeden Fall eigentlich schaffen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, komm, wir gehen mal wieder den Satan besuchen. Der ist bestimmt auch schon ganz traurig, dass ihn keiner mehr besuchen kommt, seitdem der Blue Baby in der Chest hockt. Und deswegen werden wir da mal vorbeischauen. Und das hier ist schon ein richtig gutes Item. Der Plop, denn wir haben zum einen jetzt ein bisschen Damage ab bei jeder zweiten Träne und zum anderen haben wir den netten Plop, der da ordentlich aufräumt, wenn er den mal irgendwann irgendjemanden trifft. Das ist zwar immer so ein bisschen, immer so ein bisschen das Problem, dass er eben selten mal einen trifft, aber wenn er einen trifft, dann macht das ordentlich Damage. Und wir haben Montag mal wieder, der Anfang der Woche, Leute. Wie geht's euch? Wie läuft's bei euch in der Schule? Schreibt's mir in die Kommentare. Was habt ihr bisher erlebt in der Schule diese Woche? Gab es schon die ersten großen Probleme, Auseinandersetzungen, Schlägereien, was auch immer. Ich habe ja keine Ahnung, was ihr alles so in der Schule für böse Sachen macht. Habt da schon die Cafeteria gesprengt, habt da die Automaten bei euch irgendwo, wenn ihr überhaupt Automaten habt, in Beschlag genommen, habt da Geld gefälscht. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich war in der Schule, bin heute Morgen aufgewacht. Ein bisschen zu spät eigentlich. Also ich weiß nicht, was los ist, aber die letzten drei Nächte, ne? Boah, Hilfe, Samarita Malochota. Ich sag es euch, da ging gar nichts mehr. Ich bin morgens aufgestanden und hab gedacht, irgendwie, ich habe irgendwas genommen. War wirklich so. Ich weiß nicht, was los ist. Zudem ist die Nase auch ein bisschen verstopft. Und so ganz nebenbei ist der Hals auch manchmal. Also momentan geht's, aber der meldet sich auch immer mal wieder. Also ich weiß auch nicht, was da im Moment los ist, aber ich hoffe, dass das wieder weg ist, erkältungsmäßig jetzt in ein paar Tagen. Denn ich habe eigentlich keinen Bock jetzt hier irgendwie, gerade dann, wenn die Ferien da wieder losgehen, Weihnachten ist und ich voll fett aufnehmen kann, irgendwie eine Pause einzulegen. Wäre eigentlich jetzt nicht so mein Wunsch, wenn ich ehrlich bin. Deswegen wollen wir mal schauen. Aber ansonsten lief Schule gut. Ich habe die dritte, vierte meiner ersten Stunden in der Schule Pädagogik gehabt, habe meine Klausur wieder zurückbekommen, die ich am Montag ja geschrieben hatte. Und wenn ihr euch daran erinnert, weil ich glaube, ich habe am Montag erzählt, wie die Klausur war. Dann solltet ihr noch wissen, dass ich erzählt habe, dass die Klausur nicht gut war. Und ich kriege die Klausur wieder, guck, was ich geschrieben habe und habe erstmal einen richtigen Lachkrampf bekommen, weil ich 91 von 90 Punkten gemacht habe und also eine glatte 1 geschafft habe in dem Ganzen. Und ich bin gar nicht mehr klargekommen, Leute, weil ohne Scheiß, die Klausur war so, wie ich sie gesagt habe. Von meinem subjektiven Gefühl her war sie einfach scheiße. Ich wusste nicht, was ich da schreiben soll. Ich habe irgendwas dahin geschrieben, aber dieses irgendwas, was ich dahin geschrieben habe, muss wohl so gut gewesen sein, dass es für eine glatte 1 gereicht hat. Ich fand's, um ehrlich zu sein, mega lächerlich, als ich es gesehen habe, weil ich, wie gesagt, ja wusste, dass ich nicht wirklich, ja, ich habe den Text schon verstanden, aber ich wusste nicht wirklich, was sie da hören wollte und habe dann halt irgendwie das geschrieben, wo ich so der Meinung war, das könnte sie eventuell mal hören wollen. Ja, genau das wollte sie anscheinend hören, denn eine 1 macht man ja nicht mal eben so. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das so ausgegangen ist. War auch meine letzte Pädagogik-Klausur, dann muss ich Pädagogik nur noch im mündlichen Abi sehen, wo ich Pädagogik gerne mache. Hab da nichts gegen. Und ja, ne, jetzt denkt ihr bestimmt, der TT ist einer von den Leuten, die sagen immer, sie haben voll die schlechten Noten und dann schreiben sie immer voll die guten Klausuren. Diese Leute gibt's ja, ne? Und ich muss sagen, ich gehöre dazu, aber ich sage oft, dass ich kein gutes Gefühl habe, weil es eben so ist, ja, also wenn ich ein gutes Gefühl nach der Klausur habe, sage ich das, in Deutsch zum Beispiel, Deutsch habe ich gutes Gefühl, wow, Dornkranz, sauber, und auch in, hier, was habe ich noch geschrieben, in Deutsch, genau, in Mathe habe ich auch ein recht gutes Gefühl, habe ich ja schon gesagt, so zwischen 2 und 1 schätze ich, weil ich doch ein paar Fehler reingehauen habe und die eine Aufgabe nicht gemacht habe, den einen Teil,
Deswegen gibt es da Abstriche, aber ansonsten lief es gut. Englisch lief auch relativ gut, aber da hat die Lehrerin mir schon Angst gemacht, weil sie sagte, ja, das lief viel nicht gut. Ich denke mir schon, ja, ist ja gut. Ich habe einmal, das war das Peinlichste in meinem ganzen Schulleben. Ich muss euch auch noch was erzählen von Englisch, das war so lustig mal. Dann habe ich in der 6. oder so gemacht, da habe ich schon Probleme gehabt in Englisch und viel mehr als heute, da habe ich 5 geschrieben. Und nun gut, die Lehrerin hat dann eben gefragt bei mir, wie es war, weil sie wusste, ich habe Probleme und hat dann halt gefragt, sich danach erkundigt, wie die Klausur so war. Also direkt nach der Arbeit und ich fand die Klausur echt gut. Mein subjektives Gefühl war richtig gut, Mann. Ich habe gedacht, ja, übel geil, Mann. Lief voll gut. Ich wusste, was ich schreiben sollte und dann habe ich die Klausur zurückbekommen und es war eine 5. Vielleicht habe ich auch daher eben das so drin jetzt, dass ich mich immer, ja, dass ich eher ein negativeres Gefühl habe nach einer Klausur, weil ich mir so denke, so, ah, und ich möchte nicht so hochstapeln und sagen, ja, ist auf jeden Fall dies oder das. Aber bei Physik habe ich direkt gesagt, das müsste eine 1 sein. Also zu Hause, hier. Ich glaube, euch habe ich das nicht erzählt. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich euch das erzählt habe. Auf jeden Fall lief das sehr, sehr gut. Und manchmal sage ich dann auch, ja, das müsste das sein. Aber ich bin halt auch schon übel auf die Fresse geflogen, als ich mal gesagt habe, das müsste das sein. Deswegen, ja. Aber das Beste, was ich in der Englischklausur jemals gebracht habe, oder beziehungsweise das Lustigste, wo ich auch selber so lachen musste, als ich das hinterher mal verstanden habe, war, dass ich früher auch, ja, so wie heute, früher durfte man ja noch kein Wörterbuch benutzen. Und das heißt, ich wusste eigentlich nie wirklich, was genau die Wörter jetzt heißen. Also früher, ne? Da kam ein Wort dran, was ich noch nicht gehört hatte. Und bei mir war Armageddon. Ich wusste es nicht. Ne, das nehmen wir jetzt nicht mit. Ja, bei mir war wirklich Armageddon. Ich hatte keine Ahnung, was soll das heißen. Und jetzt gab es dieses eine wunderschöne Wort in dem Text, an dem ich gesessen habe, ohne ein Wörterbuch. Was somit sehr problematisch wurde. Und zwar war dieses Wort selfish. Und jedem, der nun ein bisschen Englisch gehabt hat in der Schule und ein bisschen weiter ist, der... Oh, Bombs are Keys. Das ist sogar nice. Range up. Das ist gut. Ja, dem wird natürlich bewusst sein, dass selfish sowas wie egoistisch heißt, ja? Aber dem TT war das ganz und gar nicht bewusst. Aber sowas von ganz und gar nicht war mir das bewusst, dass dieses selfish egoistisch heißt. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dieses Wort herleiten? Und natürlich kam ich auf eine Idee. Und Leute, es ist einfach so lächerlich, ja. Behaltet im Kopf, dass es egoistisch heißt, ja. Und mir kam natürlich nur eine Lösung in den Kopf. Ich habe das Wort zerstückelt. Und jetzt werden manche wahrscheinlich schon begreifen, worauf ich hinaus will. Ich habe das Wort selfish in Cell und Fisch unterteilt. Und habe dann hingeschrieben, weil wir sollten da irgendwas... Ich glaube, wir sollten das... Das war das Englische ins Deutsche übersetzen. Ich sag ja, 5., 6. Klasse war das, weißt du? Da machst du noch so Übungen, dass du das Englische ins Deutsche mal übersetzen sollst. Ja, genau, das war so eine kleine Übersetzungspassage. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Wort sell gekannt und habe mir gedacht, ja, das heißt verkaufen irgendwie, ne? Ich sell was oder so, also verkaufe ich ja was, ne? Und Fisch, ja, das heißt Fisch. Also habe ich hingeschrieben, verkaufter Fisch. Und das hat sowas von nicht in den Satz reingepasst. Aber das war mir dermaßen egal. Warum gehe ich da überhaupt hin? Mein Würfel ist doch noch gar nicht voll. Ich habe einfach geschrieben, verkaufter Fisch. Das war so scheiße peinlich. Das ging schon gar nicht mehr klar eigentlich. Aber im Nachhinein muss ich wirklich sehr drüber lachen. Weil das einfach so... Ich will nicht wissen, was die gedacht hat. Ohne Scheiß. Ich will nicht wissen, was die gedacht hat, als die verkaufter Fisch bei mir in der Klausur gelesen hat. Die muss wahrscheinlich gedacht haben, ihre Unterrichtsmethoden hätten sämtlich, Puberty, hätten komplett versagt. Ja, ich gehe jetzt hier sehr auf Risiko, wie ihr seht, aber auch das muss mal sein, finde ich. So, zack, wuhu, Schlüssel. Ey, geil, wir können in den Shop gehen. Ja, vielleicht habt... Nee, nehmen wir nicht mit. Ne, ich habe gerade überlegt, ob ich das mitnehme, um mir halt, weil ich möchte den Würfel auf jeden Fall behalten, um mir einmal ein Herz mehr zu geben, aber irgendwie bin ich dann darauf gekommen, dass es nicht viel bringt. So, der Würfel ist wieder active, aber, ja, ist ja jetzt nicht so toll, ne, weil ich wollte eigentlich das Satan-Item rerollen im Notfall.
Und ich weiß nicht, was beim Boss drin ist. Also in dem Goldraum ist Range Up drin, das weiß ich. Ja, komm, lass uns mal gucken. Ja, okay. Wenn jetzt hier kein Satan-Raum kommt, dann können wir da eh nichts spenden. Aber rerollen. Oh. Ah. Ich habe das jetzt gerade mal eingesetzt, denn ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich es überleben werde. Und deswegen habe ich das lieber mal kurz eingesetzt, Leute, die Karte. Denn das war, glaube ich, keine gute Idee, meine ganzen Herzen zu spenden. Ich merke das jetzt erst so langsam, dass es keine gute Idee war. Und wir kriegen auch keinen Satan-Raum. Ja, das heißt, ich werde, so wie es aussieht, nun den Goldraum rerollen. Ist, glaube ich, sinnvoller, oder? Ja, schon. Es bringt nichts. Wenn ich da jetzt noch einen spende und dann im Notfall... Ah, nee, 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 nee. Komm, komm, wir rerollen. Aber guck mal, wie ich aussehe, wie so ein abgefuckter Penner. Nee, ich habe im Übrigen, vielleicht habt ihr das gemerkt, ich habe mal ein bisschen beim Ton geguckt, denn gestern im Part, tut mir leid, Leute, es war echt verdammt krass übersteuert. Und wie gesagt, es tut mir auch... Oh, was für eine Kacke. Es tut mir auch leid, dass das so krass übersteuert war. Ja, oder soll ich jetzt doch noch da hingehen? Komm, einer geht noch. Wir spenden noch einen. Ich will jetzt wissen, ob ich was kriege. Gib schon. Blöder Penner. Nee, ja, war krass übersteuert. Tut mir leid. Ich weiß nicht, woran das lag. Normalerweise hat das mit den Einstellungen immer gepasst. Ich habe die Einstellungen gemacht. Er hat es gerendert und es war perfekt. Ich habe es mir nicht nochmal angehört, weil ich einfach gedacht habe, ja, das ist ja so wie immer eingestellt. Also wird das auch so wie immer passen. War diesmal leider nicht der Fall. Tut mir, wie gesagt, leid. Aber jetzt sollte das wieder in Ordnung sein. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt während der Aufnahme ist, aber ich werde es mir hinterher auf jeden Fall vorher nochmal anhören und anpassen gegebenenfalls. Und ja, ist halt immer wichtig, wenn ihr mir sowas dann auch in die Kommentare schreibt und ich darauf achte, weil meistens gucke ich die Parts nicht nochmal selber. Vielleicht nur mal kurz, und da habe ich auch kurz reingeguckt, deswegen gucke ich meine Parts, wegen dem Scheiße, wegen dem Titel. Na, fuh! Oh, oi, oi, oi. Oh, 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 oh. Ja, ja, meine Rettung ist nah. Das war jetzt aber doch schon... Also eigentlich war es mir persönlich eine Nummer zu knapp. Ja, okay. So, wir können rerollen. Wir könnten natürlich auch in den Shop gehen und gucken, was da ist und das rerollen. Aber ich gehe mal lieber nach da oben, weil im Shop sind meistens ja sinnvolle Sachen. Naja, meistens sinnvoll ist auch jetzt so hochgestochen, ne? Und... Das können wir sogar einmal einsetzen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Herz. Ja, wir kriegen ein Herz. Oh, sauber. Baba tschaka, so macht man das. So, komm mal her. Ja, Leute, ich wollte heute mit euch mal wieder über etwas sprechen. Gestern hat sich schon einer beschwert. Ey, TT, wo sind die Themen? Ich will, dass du über Scheiße, über Themen sprichst. Nicht über Scheiße. Warum habe ich Scheiße die ganze Zeit jetzt? Ich will, dass du über Themen sprichst. Und ich denke mir, ja, ist ja schön, dass du das willst. Aber ja, ich mache das natürlich so, wie ich gerade will. Ne? Wenn ich gerade nichts habe, worüber ich sprechen kann, dann kann ich darüber nicht sprechen. Also wenn ich jetzt kein etwas ernsteres Thema habe, außer meine Übersetzungen von Selfish, ne, ist natürlich auch sehr interessant, mit Sicherheit. Ne? Und ja, das ist natürlich jetzt mal wieder super. Das ist natürlich wieder, ich fühle mich gerade wieder richtig im, naja, wie soll ich den jetzt nennen, im Jackpot-Mode. Ne, das ist halt Jackpot-Mode, da bist du drin, wenn du ganz viel Glück hast beim Endgegner oder beim Shop ist das. Das ist, wenn du ganz viel Glück beim Shop hast, dann bist du im, was habe ich gesagt, im Dingens-Mode. Und wenn du dann auch noch kaputt gehst jetzt gleich, dann bist du aus ganz gänzlich aus dem Gustav-Mode raus. Dann bist du im... Boah, fuck, das war knapp. Ja, zack, zack, danke. Und ein bisschen Geld, nun gut. Wir sind aus dem Raum rausgekommen mit einem halben Herzen, glaube ich, mehr als vorher. Oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht, aber war in Ordnung, komm. Nee, und zwar habe ich letztens... Also erstmal wollte ich euch noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich ja gestern den Sondlock hochgeladen und... Den Sondlock, hört sich ein bisschen an wie der Sandmann. Und habe das Super Tweet Boy, die erste Folge hoch... Oh, Full Health, nice! Und zwar das mit dem Super Tweet Boy, das wird natürlich noch weitergehen. Ich habe jetzt noch nicht weiter aufgenommen, weil ich auch erstmal gucken wollte, wie das ankommt. Beziehungsweise ich hätte es auf jeden Fall zu Ende gemacht. Eigentlich war so der einstimmige Kanon von euch unter den Kommentaren,
Bis auf den einen oder anderen, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, hieß das, ja, das mit den Einblendungen ist eine gute Idee, aber nicht so viele TT. Und das habe ich mir auch schon gedacht, als ich es bearbeitet habe. Ich habe gedacht, wow, ist vielleicht ein bisschen viel an Einblendungen, aber ich habe es dann einfach mal so gelassen und gedacht, komm, guckst du mal, was ihr schreibt. Und ja, deswegen wird die nächste Folge halt mit ein bisschen weniger Einblendungen sein, nicht ganz so überfüllt, aber die Einblendungen werden natürlich drin bleiben. Da sagt auch einer, ich will das lieber so von dir sehen, ohne Einblendungen. Ja, halte ich jetzt nicht für nötig, weil ich habe ja schon mal ein Super Meat Boy Let's Play gemacht und ich zocke sie auch immer wieder mal im Stream. Und zwar zocke ich im Stream auch immer mal wieder genau die Level, die ich jetzt in diesem Let's Play zocke. Das dauert ja eine halbe Stunde, also es wird noch maximal zwei Parts wird es davon noch geben, mehr wird es davon auch gar nicht geben. Ist also nur eine kurzweilige Sache, ist jetzt nicht irgendwie so ein Monsterprojekt. Aber ich habe gedacht, ist ganz lustig, beziehungsweise ich hatte einfach Bock drauf, habe die Idee gehabt, hatte Bock drauf, das zu machen. Und habe mir gedacht, wenn ich Bock drauf habe, das zu machen, dann mache ich das auch einfach mal. Ja, ne, und irgendwie habe ich gemerkt, so, das habe ich in letzter Zeit eigentlich relativ selten gemacht. Ich habe in letzter Zeit immer geguckt, so, ja, muss Qualität in den Videos haben. Natürlich, Qualität in den Videos ist wichtig. Und meine Videos haben ja eigentlich auch, würde ich sagen, mehr oder weniger Qualität. Oder nicht, Leute? Doch, eigentlich doch schon. Und ja, ne, aber das waren jetzt mal wieder so eine, auch der Sondlog, das waren halt inspiriert von euch natürlich auch. Also der Sondlog war auf jeden Fall von euch inspiriert, weil jemand sagte, hier, was wäre mit Vlog? Und ja, im Prinzip war es aber diese Super Meat Boy Sache, die war halt wieder mal eine vollkommene Randomness-Idee von mir. Zack, zack, das ist schon mal super mit den Schlüsseln. Ja, und da hatte ich einfach Bock drauf. Ich hatte Bock, das zu machen, habe mich hingesetzt, habe es gemacht. Hochgeladen, ich glaube, das werde ich in nächster Zeit mal wieder öfter machen. Es gibt auch die ganze Zeit schon einen, seit ein paar Wochen, Monaten, der immer wieder schreibt, der findet das scheiße, dass ich mittlerweile nach Plan uploade. Also, dass ich immer zu bestimmten Zeiten etwas uploade und nicht einfach hochlade wie früher. Und natürlich, ich kann es nicht anders machen. Wenn ich in der Schule bin, muss ich irgendeinen Veröffentlichungszeitpunkt eingeben und da gebe ich dann halt immer denselben ein, weil... Naja, kommt drauf an. Manchmal gebe ich den Part, ob das Mario oder Hell Yeah ist, manchmal um 14 Uhr frei, manchmal auch um 1:30 oder ganz selten mal auch um 1. Das kommt ja drauf an, wie ich gerade irgendwie Lust habe. Aber ich kann jetzt nicht jedes Mal irgendwo was anderes eingeben, nur damit es so aussieht, als würde ich das einfach so hochladen. Finde ich auch Schwachsinn. Aber ich werde in Zukunft einfach mal wieder mehr so Random-Aktionen bringen. Es kommt mir was in den Kopf, ich nehme es auf, ich lade es hoch, ihr seht es. Wisst ihr? Einfach so Random-Sachen mal wieder. Da habe ich Bock drauf und ich glaube, da habe ich mich teilweise ein bisschen zu sehr auch auf irgendwelche qualitativen Sachen fokussiert, die ich da irgendwie machen wollte oder wo ich gesagt habe oder gedacht habe, auch das muss ich bringen. Aber... im Endeffekt war das, glaube ich, gar nicht so toll oder so gut. Also natürlich, die Videos normal, da bin ich immer noch von überzeugt. Aber ich habe halt weniger random Sachen gemacht, war unkreativer, so möchte ich das auch mal nennen. Und deswegen würde ich jetzt einfach, mache ich mal wieder mehr, so das, wo ich einfach Bock drauf habe. Wenn mir eine spontane Idee kommt, wird das aufgenommen und einfach hochgeladen. Und da wird dann nicht Stunden noch überlegt, ist das auch gut so, sondern so habe ich das früher nämlich immer gemacht. So habe ich das immer gemacht früher, immer, ja. Und euch hat es ja anscheinend früher auch schon gefallen und ja. So, und dann war im Prinzip das, worüber ich jetzt nochmal kurz reden wollte, bevor ich zu dem kommen wollte, was mal wieder so ein, ja, was heißt ernsteres Thema. Ich brauche mal kurz was zu trinken hier. Ich muss mal kurz meinen Arizona Eistee Schleichwerbung hier einschütten und mal einen Schluck nehmen, denn dieser Schluck ist sehr wichtig. Ja, wunderbar. So. Ach, meine Nase, ich höre das, ich merke das schon wieder, das ist so scheiße. Na, Razer, nee, lass mal gut sein. Der Umbro würde jetzt wieder sagen, nimm es mit. Aber ich sag nee. Was wollte ich genau? Und zwar habe ich letztens ein Video gesehen von dem German Let's Fail. Ja, und zwar bei dem Minecraft-Part habe ich halb geguckt. Ich habe nicht zu Ende geguckt, muss ich gestehen. Aber ich habe halb geguckt. Und zwar... hat er ja immer die schönen Überschriften, in denen man direkt erkennt, was denn in dem Part vorkommt, beziehungsweise um welches Thema es geht, was ich auch gar nicht verwerflich finde, weil einige sagen ja, das ist Eyecatcher, aber das ist halt ein Eyecatcher, ist ja auch so. Und ist aber auch normal, ne? Sonst müsste es ja der Zeitung auch verbieten, Eyecatcher zu benutzen, ne? Also, ich habe absolut nichts gegen Schlagzeilen, die ein bisschen reißerischer gemacht sind. Ja, so wie zum Beispiel das eine bei ihm heißt, glaube ich, Abtreibung oder nicht. Habe ich gar nichts gegen reißerische Sachen. Ich habe nur was dagegen, wenn irgendwas im Titel steht, was gar nicht
drin ist im Video. Also so wie es zum Beispiel, es tut mir leid, ich muss ihn jetzt aber nennen, der Herr Tutorial mal gemacht hat, der irgendein Video hat mit, weiß ich nicht, 6 Millionen Aufrufen und da steht dann im Titel Justin Bieber Official Musikvideo oder sowas. Das gibt's Tatsache, müsst ihr mal suchen. Ich habe das letztens gesehen oder er hat's rausgenommen. Er hat da irgendwie Justin Bieber Baby Official Musikvideo und hinten kam dann irgendwie Make-up-Tipps oder so eine Scheiße. Hat er da hingeschrieben? Ich roll mal das. Ja, das ist gut. Hat er da hingeschrieben und da kam natürlich nichts von Justin Bieber irgendwie mit einem Musikvideo drin vor, ne? Das, finde ich, geht gar nicht, wenn man sowas macht. Aber wenn man da jetzt irgendwie Abtreibung oder nicht und dann diskutiert man über die durchaus moralisch und ethische zu diskutierende Frage, was man denn davon hält und vielleicht auch mit Argumenten da irgendwas abwägt, ja, das finde ich vollkommen in Ordnung. Und da hat er nämlich in einem Part auch gehabt, Schicksal oder Zufall oder sowas. Und das ist ja mein Thema. Also seit jeher interessiert mich ein Thema in der Philosophie unglaublich. Einige werden es wissen. Einige werden es wissen, denke ich mal. Und zwar ist es eben Zufall oder nicht. Determinismus oder Zufall. Das ist ein Thema, was mich schon unglaublich lange beschäftigt. Ich habe euch mal die Story erzählt mit meiner praktischen Philosophielehrerin in der 10. Klasse, die mir erzählen wollte, dass man nicht alles vorausberechnen kann, sondern es auch Dinge gibt, die dem Zufall obliegen. Und ich wollte dringendst beweisen, dass es in der Welt keine Dinge geben kann, die dem Zufall unterliegen. Geschafft habe ich es nicht und einsehen musste ich, dass man nicht beweisen kann, dass alles Zufall ist und wiederum so nicht beweisen kann, dass nicht Zufall ist, ja. Man kann beide Seiten nicht beweisen, es ist ein bisschen wie die Gott-Sache. Albert Einstein hat dazu ja mal gesagt, Gott würfelt nicht. Als Naturwissenschaftler muss man natürlich, hatte man früher zumindest, seitdem es die Quantentheorie gibt, ist das auch wieder ein bisschen anders. Aber natürlich, als Naturwissenschaftler glaubt man an den Determinismus, denn ansonsten macht die Naturwissenschaft keinen Sinn. Denn was ist die Aufgabe der Naturwissenschaft, beziehungsweise was versucht man in der Naturwissenschaft? Richtig, man versucht allgemeine Gesetze zu finden, die die Natur beschreiben. Und wenn du versuchst, eine Formel zu finden, die die Natur beschreibt, dann gehst du davon aus, dass für jede Konstante beziehungsweise für jede Variable, die du einsetzt, ja, dass da etwas rauskommt sozusagen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Lampe mitnehmen soll. Ich glaube, ich nehme gleich die Lampe mit. Das macht nämlich Bock mit der Lampe. Und wir haben ja nach der Mutter The Womp und so und da kriegen wir eh nicht mehr so viele Items. Dann lass mal den Würfel mal liegen. Was wollte ich sagen? Ja, wenn du irgendwas in eine Formel packen willst, dann gehst du ja davon aus, dass wenn ich jetzt für n zum Beispiel bei irgendeiner Formel, ich setze für n, habe eine Variable n und ich setze für n zum Beispiel den Wasserstand ein, dann will ich ein Volumen berechnen über den Wasserstand. Ach, was weiß ich halt, ne? Irgendwie sowas, ne? Dann gehe ich ja davon aus, oder wenn ich ein bestimmtes Volumen habe und eine bestimmte Masse, dann gehe ich davon aus, dass ich eine bestimmte Dichte vorliegen habe, ja? Und die kann ich dann berechnen. Und natürlich muss ich davon ausgehen, dass das immer so ist. Ansonsten bin ich ja nicht in den Naturwissenschaften, sage ich mal. Beziehungsweise alles andere macht keinen Sinn. Ah, nee, das nehmen wir nicht mit. Nee, nee, das will ich nicht. Den Laser will ich nicht. Aua. Das heißt, Naturwissenschaftler müssen sozusagen an den Determinismus glauben, weil ansonsten das Naturwissenschaft an sich gar keinen Sinn machen würde, ne? Denn die sucht ja eben Formeln, mit der man die Wirklichkeit beschreiben kann und ohne Determinismus kann man auch keine Formel, die eine Wirklichkeit beschreiben kann, herausfinden. Wie gesagt, die Quantentheorie geht da schon in eine andere Richtung, weil die Quantentheorie sagt, der Zufall existiert durchaus und der Zufall macht uns auch einige Probleme. Und im Prinzip ist die Frage aber wirklich sehr interessant, finde ich. Und deswegen wollte ich euch jetzt erstmal, bevor ich weiter erzähle, fragen. Glaubt ihr daran, dass man alles berechnen kann? Oder glaubt ihr daran, dass es den echten Zufall gibt? Ja, dass alles im Prinzip nur so ein Zufallsprodukt ist. Also, ob ich jetzt Determinismus oder Schicksal sage, das ist für mich relativ dasselbe. Auch wenn Schicksal natürlich nochmal ein kleines bisschen, boah, meine Nase, Alter. Ein kleines bisschen anders konnotiert ist, natürlich. Ne? Schicksal schwingt immer so eine persönliche Note mit, so ein vermenschlichtes, sag ich mal, ne, halt so eine Bestimmung und so ein hier von wegen, du wurdest auserwählt, die Legende hat dich hervorgebracht, gerufen, was weiß ich nicht, aber ja, ne, im Grunde ist es der Determinismus, der sich hinter dem Schicksal verbirgt. Deswegen, schreibt mir doch mal kurz in die Kommentare, wenn ihr das noch nicht getan habt, Determinismus oder Zufall? Boah, Hilfe. Mann, eine Nase. An was glaubt ihr?
So, jetzt habt ihr das in die Kommentare geschrieben und jetzt komme ich und erzähle euch, was ich glaube. Beziehungsweise, ich habe ja schon gesagt, das ist wie mit der Gottsache. Man kann nicht beweisen, dass alles berechenbar ist und man kann auch nicht beweisen, dass es den Zufall gibt. Aber was ich euch mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass die Map-Generation von Isaac sowie die Generation der Items in den Itemräumen nicht random ist. Das ist kein Zufall. Das kann ich euch sagen. Jetzt werden manche von euch sagen, TT, du hast einen Lattenzaun. Natürlich ist das Zufall. Was soll das denn sonst sein? Oder meinst du, da sitzt der Edmund McMillan und schaltet dir jedes Mal in deinem Run irgendein Item in irgendeinen Raum, weil er gerade lustig ist und gerade Bock dazu hat, das den ganzen Tag zu machen. So, natürlich. Und jetzt kommen wir nämlich, denn alles, was im PC passiert, alles, was in der virtuellen Welt passiert, Leute, also nicht alles, was passiert, wenn ich jetzt irgendwo einen Kommentar abgebe, dann kann ich natürlich nicht sagen, dass das in dem Sinne determiniert ist, aber alles, was an rechenmäßigen Prozessen in einem PC, in einem Personal Computer passiert, all dies sind Dinge, die nicht dem Zufall obliegen. Denn ein PC rechnet mit 1 und 0, wie wir erkennen, und zum Beispiel die Funktion random bei einem PC, ja, das heißt, irgendeine random Zahl aussuchen, die ist schon mal gar nicht random. Also, er geht immer ab bestimmte Algorithmen durch und dann kommt er am Ende auf eine Zahl, ja, aber das ist ja kein echter Zufall, wie wir ihn beschreiben würden, denn der PC macht ja etwas. Ja, und er geht die Algorithmen halt eine bestimmte Anzahl durch und dann kommt dann eine Zahl raus. Und das nennt er dann eine Zufallszahl. Ist aber keine wirkliche Zufallszahl. Genauso wie in Isaac das hier. Da habe ich letztens gehört mit einem bei mir aus der Stufe, der sich da so ein bisschen wohl mit auskennt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Isaac im Endeffekt gemacht ist. Vielleicht wisst ihr, das würde mich mal interessieren. Aber ich habe gehört, dass viele Computerspiele, die eben solche Map-Generator-Sachen haben wie Isaac, dass die sich auf die Uhrzeit des PCs berufen. Die gucken also, welches Datum und welche Uhrzeit gerade an dem PC, wo man ist, sind. Und daraufhin bauen sie das irgendwie in ihren Algorithmus oder was weiß. Boah, scheiße, ich sterbe gleich. Das wird irgendwie mit in den Algorithmus eingebaut, sag ich mal, sozusagen. Und, ja, ne? Das, danach wird dann eben sozusagen Dingens bestimmt, wie die Map generiert wird, beziehungsweise welche Items wir antreffen in diesem Spiel. Boah, ist das eine Scheiße hier gerade. Tut mir leid, Leute, ich kann gerade auch gar nicht ganz so viel sagen, weil das einfach so dermaßen blöd und behindert ist. Nee, und da aufgrund dieser Uhrzeit und des Datums und den Algorithmen kriegen wir dann etwas Bestimmtes vorgesetzt. Aber ein wirklich Scheiße, ich bin wirklich gleich tot. Oh oh. Oh oh oh. Ja. Oh 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 oh. Oh. Leute. Wenn das mal nicht allerletzte Sekunde war. Wenn das mal nicht allerletzte Sekunde war, dann weiß ich auch nicht. Uiuiui. Nee, also insofern, alles, was im PC, in einem Computerspiel passiert, außer natürlich, wenn ich jetzt die Person steuere, ist das was anderes, eben weil ich die Person steuere. Aber im Grunde sind das alles Dinge, die innerhalb des Programms ablaufen, also alle Dinge, die innerhalb eines Programms ablaufen, sind nicht determiniert, ja, die obliegen nicht dem Zufall. Auch wenn uns dann weiß gemacht wird, random.org würde eine Random-Zahl raussuchen. Im Grunde laufen da bestimmte Algorithmen auch durch und wirklich random ist das nicht, ja. Das ist, denke ich, ganz wichtig mal so zu wissen, weil ich habe mir da früher nie so Gedanken drum gemacht. Aber genau das war eben das, was ich im Kopf hatte und genau wegen diesem Gedankengang habe ich gesagt, nur man kann alles berechnen. Wenn ich alle Zustände eines Würfels kenne, wenn ich gerade Rotationsgeschwindigkeit wirklich alle Zustände, alle Faktoren kenne, die einen Einfluss auf diesen Würfel haben, dann kann ich berechnen, wie der Würfel, welche Seite der Würfel zeigen wird.
Da bin ich heute auch noch der festen Überzeugung von, dass das möglich ist und auch geht. So, mein Mathelehrer hat mir damals gesagt, das mit dem Würfel würde nicht gehen. Das glaube ich ihm bis heute nicht. Denn für den Würfel geht es auf jeden Fall. Meiner Meinung nach geht das. Wenn ich alle Zustände kenne, kann ich das auch berechnen. Das Problem ist nur in der realen Welt, dass man nie alle Zustände eines Würfels kennen kann. Ja, real kann man das natürlich nicht berechnen. Aber, und da stehe ich zu, und das erzähle ich auch jedem, man kann es theoretisch auf jeden Fall berechnen. Meine Meinung dazu sehe ich ganz klar so und ist meiner Meinung nach auch so. Denn alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Aber, und jetzt ist eben das die Sache mit der Quantenphysik, da will ich jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ich da selber nicht so ins Detail gehen kann, als ob ich euch das alles in seiner umfassenden Richtigkeit erzählen könnte. Aber die Quantenphysik sagt nun zum Beispiel, dass man ein Elektron in einer Atomhülle, ne, dass man da nicht genau sagen kann, also wenn ich den Ort des Elektrons bestimme, dann kann ich nicht mehr sagen, was es für einen Impuls hat. Und wenn ich den Impuls bestimme, dann kann ich nicht genau sagen, wo es ist. Das heißt, wir haben eine Unschärferelation, nennt man das. Und das ist in der Tat ein sehr großes Problem. Und die Quantenmechanik generell ist ein sehr großes Problem, was den Determinismus angeht, weil man eben nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen kann, das Elektron befindet sich dort. Ich kann aber nie absolut sagen, da ist das Elektron. Geht nicht. Ja, und das ist eben dieser Zufallsaspekt, der mit in die Welt kommt. Wir in unserer normalen Welt merken das nicht, denn ich meine, wo haben wir schon mal die Größe eines Elektrons? Ich bin jetzt ein bisschen größer als ein Elektron, würde ich mal schätzen. Das heißt, das berührt unsere Wirklichkeit in dem Sinne jetzt nicht so wirklich, ne? Aber es ist eben ganz wichtig, denn wenn selbst im kleinsten Zufall möglich ist, dann gibt es den Zufall. Und deswegen bin ich für mich zu der Lösung gekommen, was dieses Problem angeht. Eine wirkliche Lösung ist es nicht, aber weiter komme ich da nicht momentan. Und zwar habe ich mir gesagt, okay, weil das hat auch ganz natürlich ganz, ganz starke Konsequenzen für den freien Willen. Stellt euch mal vor, alles ist determiniert. Ja, dann gibt es keinen freien Willen. Dann habt ihr den Typen ja umgebracht unter Umständen, wenn er vorm Gericht steht, weil das so vorherbestimmt war. Ja, weil als der Urknall, also wenn der Urknall denn wirklich so existiert, wie man sich das vorstellt, das ist ja auch der Urknall. Im Übrigen, das möchte ich nochmal wiederholen, weil letztens hatten wir das, glaube ich, irgendwo, ich glaube sogar Minecraft Together, oder? Hatten wir das nicht da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass einige annehmen oder sagen, der Urknall würde der Gott-Theorie wirklich fundamental gegenüberstellen. Natürlich steht er der gegenüber und ist sozusagen das Gegenstück, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, Gott wurde durch die Wissenschaft widerlegt, weil es gibt ja die Urknalltheorie und die ist ja richtig. Nein, die Urknalltheorie ist die wahrscheinlichste Theorie oder die anerkannteste Theorie zu dem Ganzen, wie das entstanden sein soll. Aber bewiesen ist da noch nichts wirklich. Es ist nur eine Theorie. Und selbst wenn die String, wenn man Beweise für die, was heißt Beweise, ne, wenn man Indizien für die String-Theorie finden sollte, für deren Richtigkeit, die ja im Prinzip alles erklärt, mehr oder weniger, dann wäre noch immer nicht die gesamte Urknalltheorie erklärt. Oder könnte die immer noch nicht für absolut richtig erachtet werden. Ja, also das sind alles immer so Probleme. In der Physik gibt es, und das ist eigentlich auch ganz wichtig und das sollte man, denke ich, auch wissen, in der Physik gibt es nur Theorien. In der Physik kann man nichts beweisen. Man kann nur in der Mathematik etwas beweisen, wenn man natürlich die Axiome anerkennt. Aber in der Physik ist wirklich nichts beweisbar. Denn es sind nur Beobachtungen der Natur sozusagen. Und die mathematischen Formeln, die man dann in die Physik mit einbaut, die sind einfach so, weil man sagt, man kann näherungsweise, aber auch nur näherungsweise mit diesen Formeln die Wirklichkeit beschreiben. Aber man kann es nie wirklich. Ja, denn was ist denn überhaupt Wirklichkeit? Aber das ist auch ein sehr interessantes Thema. Möchte ich aber jetzt auch euch nicht zu lange mit langweilen und nerven eventuell, denn da muss man wieder viel nachdenken. Und einige haben schon gesagt, ey, TT, das ist ja ganz schön, aber macht das im separaten Video. Wenn ich Isaac gucke, will ich ein bisschen abschalten. Und ich möchte jetzt auch nicht so ins vollkommen Philosophische wieder abdriften. Aber das sind Dinge, das wollte ich auf jeden Fall jetzt mal sagen. Denn ich finde, das ist ganz interessant. Und ich finde auch wichtig, dass man das weiß. Und wer von euch das vielleicht noch nicht wusste, so, der weiß es jetzt dann vielleicht ebenso. Wisst ihr? Ne, man muss sich wirklich darüber im Klaren werden, dass es alles nur Theorien sind und dass die Wissenschaft auch nicht das Absolute ist. Ich meine, ich stehe absolut auf der Seite der Wissenschaft, ja, und sag mir, ich will Erklärungen, ich will das irgendwie rational, logisch erklärt haben, ne? Damit bin ich ganz klar auf der wissenschaftlichen Seite.
Aber man sollte nicht den Fehler begehen und alles, sozusagen die Wissenschaft über alles heben und sagen, das ist das, was gilt und das ist das, was die Wirklichkeit beschreibt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Deswegen bin ich also zu dem Schluss gekommen, achso, was den freien Willen angeht, das ist insofern auch interessant, wenn ihr euch jetzt vorstellt, hä, was ist daran interessant? Denn wenn man davon ausgeht, dass ja alles vorherbestimmt ist seit einem Urknall, wenn man jetzt auch mal davon ausgeht, dass es den gibt, ja, dann wäre die logische Konsequenz ja, wen sollte man denn dann noch für irgendetwas bestrafen? Moment, trinken. Warum solltet ihr denn dann noch für irgendeinen Mord oder sowas bestraft werden, wenn ihr doch da im Prinzip gar nichts für könnt, ne? Ihr könnt doch da gar nichts für. Das war doch von Anfang an vorherbestimmt, dass ihr das macht. Was könnt ihr denn dafür? Ja, da gibt es von Liebe zum Beispiel auch ein Experiment zum freien Willen. Das ist sehr interessant, dass das Gehirn nämlich eine Entscheidung trifft, bevor wir diese real treffen. Das ist absurd, denkt ihr euch jetzt. Nee. Aber es kann wirklich gut sein, dass es so ist. Das Gehirn trifft eine Entscheidung. Und wir führen diese Entscheidung sozusagen erst ein paar Sekunden später aus und sind der Meinung, wir hätten die Entscheidung getroffen, obwohl wir die Entscheidung gar nicht getroffen haben. Denn in Wirklichkeit hat das Gehirn die Entscheidung getroffen. Und jetzt kann man natürlich sagen, und ich bin auch einer der Leute, die dann sagen, ja, das Gehirn gehört aber doch zu mir und ich bin doch sozusagen das Gehirn. Ja, nur dass es noch eine äußere Form gibt, ja, und wenn das Gehirn jetzt irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hat, beziehungsweise mein Bewusstsein nur, da gibt es ja auch die Theorie und die finde ich auch eigentlich gar nicht schlecht, die Theorie, und zwar, dass der Körper und das Bewusstsein nur dafür da ist, um sich in der Welt zurechtzufinden, ja, also sozusagen das Gehirn ist sozusagen die Kommandozentrale und unser Bewusstsein und so, das sind alles Täuschungen, um in der Wirklichkeit sich zurechtzufinden. Ja, aber ich bin doch immer noch irgendwo das Gehirn. Das ist doch nichts anderes in mir drin. Das ist doch, ne? Und deswegen, ich sehe das so als eine Einheit. Deswegen habe ich mit den Gedankengängen, die da manche haben, nicht so die Probleme. Aber nun gut, das muss man immer individuell sehen. Beziehungsweise, da muss man auch selbst entscheiden, was man dann wie sehen will und so weiter und so fort. Das kommt immer auf den Typ auch drauf an, finde ich. Boah, wir haben schon wieder so spät, Mann. Ich muss gleich zum Training. Ich muss die Folge vorher noch hochladen. Wir müssen uns beeilen, Leute. Oje, das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Nee, also wie gesagt, zum freien Willen noch ganz kurz mein Fazit. Das habe ich nämlich immer noch nicht genannt. Und zwar sehe ich es folgendermaßen. Und zwar, wenn Vorgänge im Gehirn auf Quantenvorgängen beruhen, was, glaube ich, vermutet wird. Also es wird vermutet, dass die meisten Vorgänge im Gehirn, die passieren eben auf Nano-Ebene spielen die sich ab und Nano ist so klein, dass man da, ja, noch nicht von Quanten, aber, ja, doch, Quanten heißt ja nur feste Werte, also gequantelt ist feste Werte, ne, und somit sind Quanten im Prinzip so, ja, wie soll man das nennen, Energiepakete, die feste Werte haben, sagen wir es so. Und wenn sage ich mal, die Gesetze der Quantenmechanik im Gehirn gelten für die Teilchen und Dinge, die sich da abspielen, was eigentlich sein müsste, dann, und wir davon ausgehen, dass es wirklich einen echten Zufall gibt, denn es kann ja auch sein, dass wir nur die Quantenmechanik nicht beschreiben können mit unseren Gesetzen und dem Horizont, dem wir unterliegen durch die Sinne. Und dass man in Wirklichkeit das doch beschreiben kann. Nur wir als Menschen nicht in der Lage sind, ein Gesetz dafür zu finden, weil unsere Köpfe nicht weit genug gehen, sozusagen. Ja, wenn es einen echten Zufall geben sollte im Gehirn, dann gibt es auch den freien Willen. Also für mich hängt es davon ab, ob es Zufall gibt oder nicht. Wenn es den Zufall gibt, gibt es auch den freien Willen. Dann wären unsere Entscheidungen, wäre der freie Wille im Prinzip nur ein Zufallsprodukt. Also es wären zufällige Dinge, die im Kopf abgehen, die wir dann als Entscheidungen unser selbst interpretieren und die dann wiederum aber den freien Willen hervorrufen. Und ganz nebenbei nochmal, ist es natürlich auch sinnvoll, Leute für Morde und sowas zu bestrafen. Ne? Es wäre zwar nach dem Determinismus, wäre es halt schwierig, das dann irgendwie zu sagen, ja, wen bestrafen wir denn und warum, er kann doch nichts dafür. Aber eine Gesellschaft funktioniert ohne Gesetze eben nicht. Dann haben wir eine, mehr oder weniger eine Anarchie. Boah, Hilfe. Ah! Hilfe, trinken. So, das war's dann auch von meinen höchst philosophischen Ausführungen an diesem Tag mal wieder heute, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas etwas mit auf den Weg geben von meinem Geschwafel. Ich hoffe, ihr habt vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen verstanden, weil ich weiß, dass ich gerade, was solche Themen angeht,
manchmal wirklich sehr wirr sprechen kann, sehr wirr reden kann und mich am Ende selbst auch nicht mehr verstehe. Manchmal, vielleicht. Aber nee, vielleicht hat es dem einen oder anderen ja irgendwas gebracht und ja, ich weiß es nicht. So, und jetzt wollen wir aber mal gucken, was er hier macht. Eine Leiter in der Etage ist natürlich ganz wichtig, weil wir auch noch hier so viele, ja, Abgründe haben, über die wir hinüber müssen. Aber was mich jetzt schon wieder aufregt, ist, dass ich ohne Spaß jetzt so lange... Guck mal, schon wieder der. Oder will der Umbro mir im Ernst erklären? Da will der Umbro mir im Ernst erklären. Der will mir immer noch erzählen, dass die Monster hier random spawnen. Ja, natürlich. Spawnt es random, ob das jetzt der Affe ist oder der normale. Nicht dieser Bombenleger hier. Aber... Ey, der kann mir doch nicht erzählen, dass das random ist. Das glaube ich nicht. Tut mir leid, aber ich glaube nicht an die Randomness dieses Gegners hier. Das ist immer derselbe. Das ist schon so lange jetzt derselbe. Da kann ich einfach als Bürger, da sind wir schon wieder bei dem Zufall hier. Das kann kein Zufall sein. Das ist auf jeden Fall determiniert, was der Edmund hier eingestellt hat für den Gegner. Das ist nämlich so abstrus, das kann kein Zufall. Ja, haben wir den jetzt gleich mal hier? Alter, ich muss zum Training jetzt gleich. Ich habe meinem Trainer gesagt, ich bin um 17:45 da. So, geht doch. Ich möchte den jetzt nicht enttäuschen und später kommen. Ah, sauber, wir kriegen noch ein Meat. Boah, jetzt haben wir noch mehr hier zum Schießen. Und das Herz natürlich. Sonst komme ich zu spät, beziehungsweise kann die Isaac-Folge vorher nicht mehr zum Hochladen einstellen. Das will ich aber auf jeden Fall. Die muss auch hochgeladen werden, die Isaac-Folge. Ansonsten habt ihr nichts zu suchten. Und ich habe die Isaac-Woche, kann ich starten. Und so spät möchte ich euch das auch nicht antun. Denn einige von euch müssen ja auch früher schlafen gehen. Und früh schlafen gehen ist im Übrigen auch eine sehr gute Sache. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, und das werde ich auch durchziehen, wenn ich mein Abi nämlich habe dann hinterher, dann habe ich ja eine ganze Zeit lang erstmal frei. Und dann denken sich einige bestimmt, boah, geil, ich hätte auch gern frei auspennen und so. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der dann hingeht und irgendwie so übermäßig sich denkt, boah, geil, lass mal auspennen bis sonst was. Sondern ich will eigentlich so aufstehen wie zur Schulzeit auch. Puh. Boah, ich glaube, ich komme nicht zum Satan heute, glaube ich. Uiuiui. Also man muss sagen, dass wir schon, wow, Höhen und Tiefen hatten in dem Run jetzt bisher. Puh, warum hat mich der blöde Fettsack jetzt getroffen? Ja, wo war die? Hier war die, ne? Ja, da war die. So, ich mach das jetzt eben so, weißt du? Nein, jetzt habe ich sie getroffen. Ah, gut. Bei den Duke of Flies immer. Ja! Nice! Ah, nee, stopp. Ich wäre fast ins Licht gegangen. Aber da wollen wir doch diesmal gar nicht hin, denn wir sind mal wieder beim Satan. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit dem Isaac den Satan schon geschafft habe. Das ist schon mal ganz positiv. So, nice. Denn dann braucht man... Oh, es war... Wodurch war das jetzt? Das war mein Auge, ne? Was es gemacht hat, glaube ich. Oh, ich bin zu langsam. Nein. Nein, ich hab Tor of Hearts gehabt. Nein, ich hab's vergessen.
Nein! Nein! Scheiß, wie ärgerlich, Leute. Ich hatte doch die Kackkarte. Warum habe ich die nicht eingesetzt? Ansonsten hätten wir das noch geschafft. Aber ob wir den Satan dann geschafft hätten, wäre wieder so eine Frage. Oh, puh. Ja, das war in der Tat ärgerlich, Leute. Tut mir leid. Aber auch Fehler passieren mal, ne? Die passieren euch genauso wie mir, die passieren. Die Fails passieren, sie kommen und gehen. Aber man kann nichts machen. Ja, tut mir leid, dass es so schnell vorbei war jetzt. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, wenn es euch wirklich gut gefallen hat, dann könnt ihr auch einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr irgendwas richtig scheiße fand, dann gebt am besten keinen Daumen runter, sondern schreibt es mir in die Kommentare. Aber dann, ja, wenn ihr euch nicht traut, dann gebt einen Daumen runter. Aber ich finde es eben immer besser, wenn man Sachen wirklich richtig scheiße findet, das in die Kommentare schreibt, beziehungsweise schreibt, warum man es blöd fand und natürlich auch, was ich besser machen kann. Nun gut, insofern würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir dann mit, wir kommen eigentlich nicht als zweites, mit Maggie, glaube ich, mit Maggie versuchen, den Satan zu klatschen. Und ja, tschüss, bis dann, euer Table Tennis Gamer.